So, damit begrüße ich euch ganz herzlich zu P1 Media und ja, Let's Play The Crew, Part Nummer 1. Mein Name ist immer noch Kurt Coop und ja, ich melde mich wieder auf dem Channel neben meinen Moderationen bei den Livestreams. Mache ich jetzt auch wieder ein Let's Play, wie ihr seht. The Crew, heute erschienen. Ich denke bei euch dann gestern, wenn ihr es seht, wenn ihr es wirklich fortguckt. Ja, ich möchte mit euch ein Let's Play machen. Ich denke, das bietet sich bei dem Spiel schön an. Das wurde ja so im Vorhinein sehr gut gelobt. Also ich habe das Ganze an der Gamescom auch schon mal anspielen können und da hat es mir sehr gefallen. Und auch bei dem Kollegen Markus hier, da hat es mir auch sehr gefallen. Darum war das ein Pflichtkauf und ich nehme euch jetzt natürlich mit durch die Kampagne. Beschäftigt, Harry. Die Korps aber. Nichts, womit ich nicht klar kann. Mach Schluss auf dich, wartet ein Rennen. So, und da geht's auch schon los. So, ab zum Checkpoint würde ich mal sagen. Ja, gleich zu Beginn schon mal gesagt. Heute spiele ich noch mit dem Gamepad, weil mir das nicht so gefallen hat, dem Lenkrad so. Da muss ich ein bisschen an der Einstellung rumspielen. Mache ich dann bei gegebenen Zeitpunkt, also ich denke ab dem zweiten, dritten, vierten Part werde ich das ganz auf dem Lenker spielen, wenn die Unterstützung ganz gut ist. Aber jetzt wie gesagt mit dem Gamepad. Grafik ist auf das, ist auf hoch gestellt, nicht auf Ultra. Ja, mit dem Aufnahmeprogramm ist es dann doch nicht so perfekt. Mal gucken, ob ich das noch ein bisschen optimieren kann. So, wir sind halt mitten im Spiel. So cool, ja, was ist das? Man könnte sagen, das bessere Need for Speed, denke ich mal. Oh, falsche Richtung. Wo müssen wir hin? Der Checker da, da hinten. Das bessere Need for Speed, hoffe ich doch mal, dass es das bessere ist. Ja, das ist natürlich ein Arcade Racer, kann man nicht anders sagen. Mit Simulation hat das wahrscheinlich nicht viel zu tun. Aber das macht doch, denke ich, auch mal Spaß. So, da hinten ist mein Ziel. Also, das ist so ein bisschen die Einführung hier in das Spiel. Jetzt ist es ganz schön einfach, also ich bin jetzt noch nicht so rabiat hier. Fahren er Schlangenlinie. Ja, das Besondere an The Crew ist natürlich auch, dass die Welt riesig sein soll. So, Ziel. So, wieder ein kleiner Einspieler. Mission erfüllt. Das war jetzt nicht sonderlich schwierig. Das sieht doch ganz gut aus. Okay, Harry. Ich bin jetzt unterwegs. Na endlich, Alex. Ich habe für dich einen Rennschlitten in der Scheune deponiert. Wo? Wo? Hast du dein 510-Net eine Weile nicht aktualisiert? 510-Net, unser Navi. Hast du das Radar auf der Minikarte? Es zeigt dir den Weg zur nächsten Datenstation. Okay. Ups, je näher du bist, desto grüner wird es. Folge ihm. Okay. Oh, nicht auffahren. Ja, das Besondere, was ich gerade sagen wollte, ist, dass die Map riesig ist. Also, das geht ja einmal durch ganz Amerika. Ups, falsche Richtung. Von der West- zur Ostküste. Und natürlich auch Nord und Süd. Das werden wir uns natürlich alles noch angucken im Laufe dieses Let's Plays. Jetzt sind wir aber erstmal bei unserer Base angelangt, denke ich mal. Ich bin da, Harry. Was jetzt? Du musst schnell zum Rennen, Alex. Bring mir deine Karte auf Vordermann. Noch mehr Computerscheiß. Genau. Synchronisieren wir dich mit dem 510-Net. Wir haben eine Hintertür zu den Datenstationen im ganzen Land gefunden.
und haben unsere eigenen Daten eingespeist. Hier findest du alles, Mann. Rennveranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, was du willst. Und obendrein ist's verschlüsselt. Ich habe die Scheune markiert, siehst du sie? Ja. Setz einen Wegpunkt und fahr hin. Wir brauchen dich in Detroit. Und zwar jetzt. So. Wo ist denn die Scheune? Ist das da die Scheune? Oder bin ich da gerade? Also wir gucken uns mal die Map an, würde ich sagen. Ah, die ist riesig. Hier sieben wäre es gut. Das ist einmal ganz Amerika. Das ist wirklich unglaublich. Da werden wir viel Spaß haben, denke ich. So, da sind wir. Und wir sollten nach Detroit. Das ist da oben. Dann ist da wahrscheinlich die Scheune, denke ich mal. Das ist aber nicht die Scheune. Ich denke mal, das wird die Scheune sein. Yep, das war wohl richtig. So, Wiki-App gibt's auch. Aha. Sowas wie ein Tutorial wahrscheinlich. So, raus. Ah, ist ja nicht weit. Und dann fahren wir mal zur Scheune, würde ich sagen. Zahn zu, Alex. Du hast keine Zeit rumzugammeln. Ja, verschiedene Ansichten gibt's auch. Wie wir sehen können. Cockpit ist ganz cool. So. Um Gottes Willen, ich soll noch hochschalten. Das ist noch vom Lenkrad übrig geblieben. Ah, das funktioniert natürlich jetzt nicht so gut. Ich glaube, das funktioniert gar nicht, aber wir sind erstmal da. Bin da, Harry. Zufrieden? Oh, sehr sogar. Gut so, ich habe eine Menge Kohle unter die Haube gepackt. Du hast also genug Muskeln, um die Horde heute Abend aufzumischen. Apropos, komm schnell her, Alex. Dein Bruder macht sich über irgendwas Sorgen. Das passt nicht zu Dayton. Ich komme. Du wirst in Detroit gebraucht, Alex. Setz einen Wegpunkt und fahr hin. Und zeig dein Pokerface. Das Rennen wird verdammt hart. Du solltest die Burschen mal sehen. Ich schaff das. Ohne Zweifel. Aber denk dran, dein Bruder will dich danach sehen. Klingt ernst. Keine Sorge, alter Mann. Ich vergesse es nicht. So. Gab's einen kleinen Schnitt. Jetzt geht's aber sofort weiter. Jetzt schaltet der nämlich auch automatisch. Perfekt fürs Gamepad. Und jetzt machen wir uns doch mal auf den Weg zum Rennen. Ja, ich würde sagen, wir fahren ja erstmal ein bisschen in der Cockpit-Perspektive. Sieht doch ganz nett aus, finde ich. Um es nochmal, wie gesagt, zu wiederholen. Die Grafik sieht dann echt auf eurem PC, wenn ihr das kaufen würdet, noch ein bisschen besser aus. Also wenn das jetzt hier ist, um euch zu entscheiden, ob ihr das Spiel wollt, müsst ihr das berücksichtigen natürlich. Viel besser wird die Grafik nicht, aber zum Beispiel das Anti-Aliasing-Kantensetzung, die ist doch schon ein bisschen besser auf Ultra. Aber wie gesagt, heute ist Part 1. Ich werde versuchen, alles ein bisschen zu optimieren in den nächsten Parts. Heute geht es mir nur darum, dass ihr erstmal das Spiel seht und deshalb alles ein bisschen schnell gemacht. Oh, 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 ja, da sehen wir schon mal, was passieren kann. Das war nicht so beabsichtigt. Ah, schöner Camaro, den sitzen wir hier. So, und wieder. Mensch, Mensch, sollte mal aufpassen. So, wo muss ich denn hin? Ich bin so ein bisschen hier hinten. Nee, das ist was anderes. Ich bin schon vorbeigefahren, oder? Muss ich nochmal auf die Karte gucken. Am Anfang irritiert das Ganze doch schon ein bisschen. So, wo soll ich denn nochmal hin? Mission nach Detroit, wirklich? Yep, das ist er dann wohl. Nein, kein Wegpunkt setzen. So, Wegpunkt setzen. Jetzt fahren wir hin. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Müssen wir drehen? Ja, wir müssen drehen. Nee. Nee, wir können weiter geradeaus fahren. Oben haben wir so einen, ja, Strahl, sag ich mal, der uns den Weg weist. Schöne Idee. Ich glaube, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das Multi... Ich glaube, das sind echte Spieler. Das soll ja das Besondere bei The Crew sein, dass man halt im Einzelspieler zusammenspielen und auch als Crew fahren kann. Ist ja klar, das würde also keinen Sinn ergeben. Das werde ich dann nochmal alles rausbekommen vor den nächsten Parts. Dass wirklich die richtigen Spieler sind. Wie gesagt, ich spiele jetzt ein bisschen blind gerade.
habe da noch nichts davor gemacht. So macht das Ganze, finde ich, auch ein bisschen mehr Sinn, weil nicht nur ihr seid überrascht, ich auch, dann ist das ein bisschen authentischer. So, hier müssen wir lang. Oh, und wir fahren mal durch. Krankenwagen haben wir auch also im Spiel. So, gucken wir mal, kommt da jemand? Ja, ich glaube, das sind richtige Spieler, weil sonst würden die nicht so fahren. Also, wie gesagt, ich wusste halt schon, dass das in dem Spiel sozusagen Hauptbestandteil ist, aber ich weiß halt nicht, ob schon funktioniert. Heute ist Release. Da kann es dann noch ein paar Fehler geben. So. Uiuiui, aufpassen bitte. Stopp. Beachten wir mal nicht das Schildchen hier. Das ist David. Hallo David. Falsche Richtung. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Oh, sorry. Sorry. Oh, jetzt habe ich hier irgendwas angenommen, was ich gar nicht wollte. Oh, schöne Sonne haben wir hier. Schöne Darstellung. Reflektiert schön, blendet ein bisschen. So, was soll ich denn hier machen? So schnell fahren, wie es nur geht, oder wie? Oh, sorry, James. Oh, und hat er lang in die Straße verpasst. Oh, weia, oh, weia. Also, wie gesagt, auf dem Weg zu unserem Rennen. Ja, brauche ich nicht. Fortfahren. Weg damit. Fahre schneller. Achso, okay. Wieder das gleiche. Schnellfahren auf der Strecke bleiben. Also gar nicht so einfach! Oh wei, haben wir das überlebt? Er hat unser Wagen überlebt, wieso auch immer. Oh wei. Also ich muss sagen, ich vielleicht für die meisten von euch, ich gucke ja nicht nur Simulator bei uns zu, ist ja klar. Vielleicht wollen die meisten von euch auch mit dem Gamepad fahren. Also ich finde die Gamepad-Steuerung ist ganz geil. Ich kann da jetzt zwar nicht so viel sagen, weil ich halt Gamepad sonst nie Rennspiele fahre. Aber es ist doch ganz gut, finde ich. Gut gelungen. Mit dem Lenkrad, wie gesagt, hat nicht ganz funktioniert, aber das ist ja immer so bei neuen Spielen eigentlich. Das rechne ich dem Spiel noch nicht negativ an. Das kann ich erst sagen, wenn ich das Spiel ein paar Tage habe. Ja, mittlerer Westen sind wir, untere Halbinsel. Ja, vielleicht auch als Info an euch mal, wo habe ich das Spiel her? Ich habe es mir bei MMOGA geholt, bei dem Keyshop. Für 35 Euro, weil ich sehe es einfach nicht ein, für ein Spiel über 50 Euro zu bezahlen. Das wäre ja bei Steam so gewesen und die Gold Edition habe ich logischerweise nicht. Und auch nicht das DLC-Pack, weil, ja, ich kaufe mir kein DLC-Pack, bevor ich nicht weiß, wie gut es ist, außer ich bin mir zu 1000% sicher, dass es der Hammer ist. Aufpassen, Straßenschild. So. Diese Pseudos-Glauben von uns taucht keiner auf. Relax, ich fahr hin. Ja, ich bin gleich da. Nach Stadt sind wir schon angekommen, wo wir hin sollten. So, ein bisschen verbremst. Kein Problem, weiter geht's. So. Sind wir gleich da, glaube ich. Ja, Detroit, da sind wir. Und da ist unser Rennen. So. Wie das Rennen ist, das seht ihr aber im nächsten Part von Let's Play
The Crew hier bei P1 Media. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Das war ein kleiner Vorgeschmack auf das Spiel, auf dieses Let's Play. Und ja, weiter geht's mit Part 2. Ja, in den nächsten Tagen. Vielleicht ist es auch schon raus. Guckt vorbei auf unserem Channel und lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt hier. Also haut rein. Mein Name ist Kurt Kuhb. Wir sehen uns. Tschüss.